Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier in Hotel Kraat bei Lies of P. Die erste Folge, die wir aufgenommen hatten, kommt sehr gut an, zu meinem Verwundern. Und deshalb wollte ich jetzt direkt auch mal die zweite Folge hochladen. Gut, ich hatte jetzt gesehen gehabt, dass dieses Teil hier keine Brille ist oder sowas, was ich gedacht habe, sondern das ist wohl irgendwas zum Schleifen, zum Waffe reparieren. Deshalb schätze ich jetzt mal, dass ich sehr oft sage, ich schätze mal, dass viele von euch dachten, so Mann, ist der blöd. Wir versuchen es gleich euch auf jeden Fall, wenn wir aus dem Feuerband scheinbar raus sind. Vielleicht können wir damit nämlich unsere Schärfe da unten rechts, das Graue, wieder auffüllen, was natürlich eine echt geile Mechanik wäre. Genau, jetzt wollte ich einmal noch mit der Dame hier reden. Look at Gemini. I think he's in shock. She's fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't. I'm no inventor. But perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself. Ja, hoffentlich repariert er sich mal selbst. Ich wollte mich jetzt nicht teleportieren, ich wollte eigentlich meine Seelen, oder wie die Dinger heißen, hier benutzen. Welcome to Hotel Kraat. My name is Polandina. Polandina. Lady Antonia. Please let me know how I'm at Hotel Kraat. Comfort welcome to Hotel Kraat. Ach, hier kann man kaufen und verkaufen. Cool. Was mir gerade mal so auffällt, als wir hier reingegangen sind, mussten wir ja lügen, dass wir keine Puppe sind. Ich sehe hier aber nur diese Lady, Sophia oder wie die heißt. Hier ist schon mal eine Puppe. Also rein theoretisch dürfte er ja hier gar nicht sein, weil Puppen dürfen ja nicht rein. Und sie hat uns erwartet und hat uns sogar gesagt gehabt, wir sollen sagen, dass wir ein Mensch sind. Dabei ist sie kein anderer außer sie. Also, why? Okay, da ist noch so eine komische... Ich schätze mal, Dame im Rollstuhl. Ein Reiseführer. Sehenswürdigkeiten. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. Oh, I knew from the moment we met that you're a pet. Die weiß auch, dass wir eine Puppe sind. He might have a few loose screws. It's a shame. He took off. If it doesn't turn up soon. We'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. It comes with a long story. Please find that old man. Oh. Wir haben Kleidung bekommen und eine Geste. Guck mal, ich glaube, wir können auch irgendwann mal einen anderen Arm bekommen. Amulett. Kostüme. Weißes Hemd haben wir und jemandes Erinnerung. Die Uniform eines vornehmen und würdevollen Internats. Diese Kleidung wurde schon einmal getragen. Ja gut, was schon mal getragen wurde, möchte ich jetzt aber nicht nochmal anziehen. Ich hoffe, es wurde auch gewaschen. Gut, jetzt nur die Frage, wo geht's weiter? Müssen wir hoch? Müssen wir runter? Hey, hier ist noch jemand. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left. Ach cool, Geppetto hat hier ein Geschenk für uns dagelassen. Jo, was ist das denn, Alter? Ein Enterhaken? Werden wir jetzt Pirat? Krass, ey. Kriegen wir einfach einen Enterhaken dazu. Hier, Legionswaffe. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm gebracht wird. Die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venegin Handwerksmaschine vorgenommen werden. Krasses Ding, ey. Puppenschnur heißt das.
You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an Oh, I forgot to introduce myself. I know my way around weapons of all kinds. If any of your weapons need work, bring them. Jo, die simmt so ein bisschen für Geppetto. Waffe verbessern, Griff ändern oder reden. Also wir können unsere Waffe hier verbessern. Mit einem versteckten Mondstein. Oder den Griff ändern. Griff ändern. Mit Hilfe von Eugenies Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffs verbessern sich je nach den Grundwerten des Charakters. Du kannst diese Eigenschaften und den Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Du kannst dies jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Ah, okay. Also kann ich jetzt, sag ich mal, diesem Griff hier sagen, dass er dann, sag ich mal, ein Geschicklichkeitsgriff wird oder was? Also ist das so ein bisschen wie jetzt Feuer bei, also krude Waffe machen oder sowas bei Dark Souls. So, hier kommt vielleicht nochmal irgendein anderer Typ hin, schätze ich mal. Mehrere Händler. Aha, guck mal, jetzt können wir hier schleifen. Genau. Okay. Jo. Also dieses Blocken, das ist natürlich mega wichtig. So, warte mal. Wie können wir denn eigentlich einen Konter machen? Ist auch kein Konter, ne? Ja gut, aber jetzt können wir hier so ein Ding machen. Irgendwie. Ja. LT. Ja gut, aber was bringt uns das? Keine Ahnung. Aber cool, hier kann man so ein bisschen kämpfen und so und gucken, was seine Legionswaffe alles kann. Also hier ist halt echt so der Dreh- und Angelpunkt von allen Sachen. Hier ist noch ein Innenhof. Jo, das Ding ist ja riesig, Alter. Und ich schätze jetzt einfach mal... Das Ding sieht ja richtig geil aus. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das noch größer wird, ne? Wenn es kein DLC ist. Dann sind wahrscheinlich hier auch noch so ein paar, Türen, sag ich mal, offen, ne? Ist klar, dass sie einem nicht sofort alles zeigen. Aber ich meine, das, was die einem hier schon zeigen, das ist schon echt krass geil, muss ich ehrlich sagen. Ach, guck mal, jetzt haben wir da, Schärfe verloren, ne, das Graue. Ja gut, jetzt haben wir natürlich auch die Waffe nicht draußen. Da würde ich sagen, hier geht's weiter, oder? Mach mal auf, das Ding. Am Lügen. Zu 30% sind wir gerade am Lügen. 60. 80, 100, Junge, wir lügen zu 100%. Krasser Scheiß. Ich sehe jetzt gerade erst, dass das die Nase ist, die so wächst gerade, also vom Ladebildschirm her. Gut, jetzt können wir gucken. Ja, krass. Dadurch wird die Schärfe... Und ich reg mich die ganze Zeit darüber auf, warum die Waffenschärfe oder die, die Waffen so schnell kaputt gehen. Irgendwas. Okay, Don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. War Gemini nicht irgendwie auch das Ding hier? Irgendwie dieses. Das Teil hier? Ey,
Erhöht irgendwie die Helligkeit. Ist halt eine Lampe, ne? Was soll ich sagen? Ich wollte mal gucken, dass ich das vielleicht doch ein bisschen dunkler mache. Nur ein bisschen. Boah, ich schätze mal, wenn wir in diesen Lichtstrahl hier reingehen, dann wird der wohl hier irgendwie Alarm schlagen. Denke ich mal. Ja, nice. Guck mal, jetzt können wir hier auch direkt dann unsere Seelen benutzen. Zum Stargazer teleportieren. Die Waffe wechseln, die Legionswaffe wechseln. Aber wir haben doch nur eine, ne? Puppenschnur, ja. Are you? You are. Finally, someone is talking to me. Ey, wo ist er denn? I'm Jiminy, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Cool. Last time I woke up, Sophia was there because... Because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Aber wieso können wir nicht uns jetzt leveln hier an dem Ding? Der will da irgendwie rein. Aber ich habe es immer noch nicht gecheckt, wie man jetzt einen Parry macht. Nein. Mann, ey, diese kackverzögerten Schläge, ne? Auch nicht. Ich hasse es. Ich komme auf diese Schläge nicht klar. Diese verzögerten Schläge, ich weiß auch nicht warum. Aber diese Lügennase braucht auch echt lange, um zu laden, ne? Junge, lüg doch schneller! Okay, er holt richtig lange aus. Ja, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Das ist halt einfach kein Parry, das ist halt einfach nur Block. Ne? Jetzt die Frage, kann man hier die Gegner auch, weiß ich nicht, wenn man die 10-mal killt, sag ich mal, dass die dann nie wiederkommen? Wäre natürlich jetzt auch ganz gut zu wissen. Einfach mal komplett auseinandergefetzt. Ja, ich glaube, die kleinen Gegner, da weiche ich einfach aus und die Bosse, kommt an, wie viel es gibt. Die blocke ich dann einfach ab. Weil den ersten Boss, den konnten wir eigentlich auch ganz gut blocken. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Okay, also es gibt irgendwie einen Puppenwahn. Die Puppen sind durchgedreht. Warum auch immer. Aber das werden wir alles herausfinden. Also ich meine, Geppetto ist ja weg. Die müssen wir finden. Dafür wurden wir erweckt. Und hier war irgendwie ein mega krasses Reichen. Fiddle.
Mit Hunden und all so ein Scheiß. Ach so, er hat geschossen. Junge. Ah! Junge. Sick. Also erst den Schützen. Da wären wir wieder. Das heißt, jetzt als allererstes machen wir ihn hier kalt. Ja, jetzt erstmal hier Ausdauermanagement natürlich, ne? Man sollte immer auf seine Ausdauer achten. Komm, den backstabben wir. Wenn wir hier nicht die ganze Zeit bei irgendeiner Collision hängen würden. Easy. Ohne Truhe. Wäre natürlich jetzt krass, wenn das eine Mimik sein würde. Irgendein Rahmen. Irgendeinen Rahmen haben wir bekommen. Fragment. Aha, Rahmen. Ach, sind das so eine Art Ringe oder so? Amulett. Rahmen. Aha, okay. Also Rahmen kann man ein, das ist, weiß ich nicht, eine Art Ring, schätze ich mal. Gewicht. Schadensreduzierung 7,36. Absorbiert physischen Schaden. Boah, das Ding wäre auf jeden Fall sehr viel leichter. Schätze ich mal, oder? Ich check das gar nicht. Also, das Ding hat ein Gewicht von 5,8. Und das Ding hat ein Gewicht von... keine Ahnung. Okay, also das macht irgendwie mehr Schadens... Dings. So, ich glaube, wir nehmen den hier. Ah, okay, also das hat jetzt... das hier hat ein Gewicht von 5,8. Das von 7,6. Jetzt halt die Frage, wir haben jetzt 54 Gewicht. 54%. Aber es sah jetzt nicht aus wie eine Fast Roll. Boah, geil, hier sogar mit Schatten. Aber hier ist eine Leiter, glaube ich. Ja. Aber der Schatten ist echt... also das sieht mega geil aus. Das ist echt gut gemacht. Gut, dann schleifen wir gleich mal. Die Waffe wieder fit. Oh ja. Hehe. So, und jetzt mal direkt ausweichen. Irgendein Magazin haben wir, glaube ich, gekriegt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ach cool, jetzt sind wir hier komplett auf den Dächern. Warte mal, war das ein Shortcut, den wir jetzt hier freigeschaltet haben? Ja, ne? Ich glaube, das ist echt ein Shortcut. Lol, da unten steht noch einer.
Warte mal, von da hinten. Ach nee, ja klar, der steht da, weil er da runtergefallen ist. So, warte mal. Hier ist ein Item. Von da kamen wir nämlich. Dann sind wir hier, dann sind wir nach da. Erstmal klarkommen hier auf das Gebiet. Guck mal, hier können wir so ein bisschen reinspannen bei den Leuten. Oh, der sieht anders aus. Ja, ja. So, ich würde ganz gerne... Ja, der... Jo. Digga. Chill mal. Jo, jetzt wieder die scheiß Collision hier. So. Leck mich. Er freut sich ja richtig, dass wir gestorben sind. Er freut sich ja richtig. Okay. Okay. Mann, Alter. Ich hasse diese Collisions hier, ne? So. Oder wir versuchen den zu parieren. Das geht natürlich auch. Alter. Oder wir machen ihn einfach so fertig. Easy. Schick haben sie es hier. Schön. Oh Gott sei Dank, da ist ja einer, den kann man backstabben. Cool, wir haben wieder einen. Jetzt halt nur die Frage, kriegen wir immer nur einen wieder? Oder können wir auch zwei wieder kriegen? Weil nur bei einem ist ja dieses Wiederladedings. Also das kann man ja dann sehen. Anzeige. Anzeige ist raus. Jo. Oh, guck mal, ein Schornsteinfeger. Ja, komm her, du Schornsteinfeger. Boah, der ist ja richtig, der ist richtig gemein hier. Jo. Schlecht. So, da wären wir wieder. Und diesmal haben wir es auch geschafft. Easy. Hier können wir nach unten gehen. Guck mal, da hinten ist sogar noch eins Item. In luftiger Höhe. Oh. Schwierig, schwierig. Guck mal, da geht's dann noch hoch. Da ist noch ein Item. Und hier ist noch ein Typ. Oh, ich dachte, du wärst tot. Aha. Da kann man wohl doch von den Wänden abprallen. Ein scharfes Rohr.
Gut, gehen wir erstmal hoch. Bevor wir runtergehen. Würde ich jetzt mal so sagen. Alter. Kranker Typ. Elektroschock. Backstep. Ah, er hat seinen eigenen Dude abgeschossen hier. Noch ein Backstep. Alter. So, komm her, mach dein Ding. Mach dein Ding. Item. Boah, das Ding ist, ich glaube, hier oben geht es halt echt weiter, ne? Geh mal kurz hier noch lang. So, hier geht's. Ja, ich glaube, hier geht's echt weiter. Wir klettern erstmal runter und gucken, wie weit es da weitergeht. Ich denke mir die ganze Zeit, was denken sich die Leute hier? Wenn sie mal aus den Fenstern gucken. Oh, versteckter Mondstein zum Waffe upgraden. Shortcut, I guess. Ja, da ist das hier das, wo hier der Typ runterspringt. Ja, da oben sitzt er. Nice, Shortcut. Gott sei Dank sind wir hier nochmal zurückgegangen. Also der mit dieser Schocktherapie da, der ist schon echt nervig. Ist das hier nicht der da, den wir besiegt? Lol. Ist das hier nicht der da, den wir besiegt hatten? Mann. Junge, was fuckst du auch einen so ab hier? Du Butler. Was, ich will hier entspannt labern, Alter. Und er fuckt einfach nur ab. Ich meine, das ist der Boss, den wir besiegt haben, der erste. So, komm mal ran auf den Meter hier. Ja, komm her. Okay, komm nicht her. Hier geht's hoch. Und hier geht's. Irgendwo anders hin. Lass uns mal erstmal hochgehen. Vielleicht kriegen wir hier oben so einen leichten Überblick über die Lage. Und vielleicht schaffen wir es auch, eine Potion uns wieder zu holen. Ach, guck mal, hier ist dieser Abfahrtyp. Und da ist auch der zweite Abfahrtyp. Oh, das war knapp. Das war gerade knapp. Aber cool gemacht. Cool, jetzt können wir uns jetzt auch so einen leichten Überblick verschaffen.
da. Guck mal, den können wir so von hier oben anvisieren. Na gut, das können wir aber nicht. Das sieht aus wie so eine Mini-Version von dem Boss, ne? So ein bisschen. Boah. Guck mal, hier von der anderen Seite sind wir gekommen. Also wären wir gekommen. Brief eines gefrorenen Mannes. Wow. Boah, ich glaube, ich sehe da hinten das nächste Leuchtfeuer. Boah, ich guess, wir rennen einfach durch, ne? Klar, dass es nicht geht. So, dann lass uns hier mal zurückgehen. Weil hier haben wir wenigstens ein bisschen mehr Spielraum mit dem Typen. Typ, Alter. Ja, wir sind gleich tot. Jo, da. Da hat er uns. Gut, da wären wir wieder. Ach Mann. Ich dachte, wir könnten vielleicht... Mann. Ja. So, komm. Mach einen Sprung. Easy. Komm, mach einen Sprung. Pup und Pup. Easy. Ja. Das sieht gut aus. Komm, trau dich. Trau dich was. Bup, bup. Jo, wir haben ihn einfach durchtrennt, haben wir ihn, Alter. Mimik. Das wäre jetzt lustig. Ein Lebensamulett. So,
Aber vielleicht können wir jetzt auch mal unsere Seelen hier verbupsen. Amulett. Lebensamulett. Erhöht maximale Leben. Das klingt doch schon mal sick. Wieso können wir nicht leveln? So, wir können hier ganz viele Sachen ins Lager packen. Wir könnten die Legionswaffe wechseln. Und wir können uns zu irgendeinem Gate hier teleportieren. Aber wir können irgendwie nichts machen. Why, hello! I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't. Ist ja nicht derselbe, den wir vor dem Bossfight gesehen haben. Wie hat der es hingeschafft? Ein Elektropulsstock. Ja. Ich meine, wir können ja eh nichts mit unseren Seelen machen. Dann können wir uns auch so ein Ding holen. Und dann können wir mal gucken. Hat weniger Gewicht, schätze ich mal. Achso, guck mal, dann links steht immer das Gewicht oder die Anzahl und rechts daneben steht dann immer um wie viel, schätze ich jetzt mal. Das wäre auf C, auf Entschlossenheit. Also das wäre schon mal schlechter. Aber es wäre B auf Fortschritt. Physischer Angriff wäre schlechter. Aber dafür hat er halt Elektroangriff dazu. Aber das wiegt das eine nicht auf. Also das sind 73 schlechter, aber 54 halt dann Elektro, ne? Pulszellenladung wäre besser. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, unsere Waffe ist noch halt besser, ne? Taste drücken. Geht nicht. Aber schick haben sie es hier. Mann. Ja, er ist leicht an seinem Ziel vorbeigeschossen. Komm, hier muss da irgendwas zwischen sein. Wenn man es kaputt machen könnte. Da liegt ein Item. Nein, ich wollte dich backstabben, Digga. Baggy Stabby wollte ich machen. Okay, der fuckt ab. Ach, da oben. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch keine. Kein Schmetterling gesehen. Ich wollte den erstmal hier töten. Damit er uns jetzt nicht abfuckt. Hier ist ein Fragment. Hier geht's runter. Hier geht's runter, da geht's hoch. Lol, ist halt echt ein Schmetterling. Jo, was willst du uns sagen, Schmetterling? Hä? Sollen wir den kaputt machen? Ich check's nicht. Egal, wir gehen jetzt hier hoch. Dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling.
Die Monadenlampe kann den Schmetterling auch spüren und leuchtet rot auf, um auf seine Aufenthaltsorte hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu... Ah, okay. Guck mal, das hätten wir vorher wissen sollen. Wäre echt gut gewesen, das vorher zu wissen. Irgendwie gewonnen, so zerronnen, würde ich sagen. Achso, ich dachte, man kann hier hoch. Aber dann können wir hier rein noch. Und da runter können wir auch noch. Und hier runter können wir auch noch. Oh, mein armes Baby. Wer hat das gerade gesagt? Die Frau da im Fenster oder was? Junge, der Baum, Alter, der wackelt auch anders doll. Junge, Die Bäume wackeln alle extrem doll. Das ist ja schon richtig gruselig, Alter. Oh. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. I'm one. My family took my baby from me and sent me here. They said a baby must be with its mother. Please, please go. Yeah. Thank you so much. Please. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? Ja, komm, Alter, die arme Frau. Bevor sie Augen, Hauptsache, sie steckt das Baby nicht an mit dem, was sie hat, ne? Aber man sollte einer Mutter nicht ihr Kind wegnehmen. Oh, Jung, dich kennen wir doch schon. Oh, du hast aber ein paar neue Moves drauf. So, komm her, du. Oh, er ist ja richtig strong. Der ist ja anders als ganz am Anfang. Was ich jetzt versuche. Ich gehe hier hoch, wenn er mich lässt, und dann springe ich auf ihn drauf. Komm her, du Feigling, Alter. So, komm her hier. Easy. So, jetzt locken wir ihn da weg. Und dann geht's wieder hoch. Oho. Junge, erstmal geschießt, Alter. Easy, Alter. Easy. Man muss nur wissen, wie.
Und auf der Leiter will er einen noch kriegen. Deshalb, wenn man auf der Leiter bleibt, auch wenn es hier ist, bleibt er da. Und dann kann man schön daneben hauen. Ganz entspannt. Mann. Echt, Alter. Fuck mich doch nicht ab. Das habe ich gerade noch am Arsch gemerkt. Gut, war gut gemeint, aber schlecht umgesetzt, würde ich sagen. Ich sehe gerade, wir haben auch schon, wir sind schon fast bei 45 Minuten, glaube ich, oder schon drüber. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, war eine geile Folge bis jetzt. Wutangriff, einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffe nicht ausweichen oder dich durch Blocken von ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Nice. Also etwas, was ich niemals schaffen werde. Gut, dann würde ich sagen, 6107 Seelen gilt es zu retten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.